Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Toromon in 10. Wir haben nicht das letzte Mal hier aufgehört, aber ihr könnt euch vielleicht noch an Yokai Mountain erinnern. Ja, da haben wir eine Kleinigkeit vergessen, und zwar wenn wir hier weiterspringen, anstatt die Leiter zu nehmen, um rauszukommen und uns rechts halten. Ich muss nur den richtigen Weg jetzt wieder finden. Ich hoffe, ich finde ihn. Und hier wieder raufgehen. Hey, stop! I found these fossils. They are both mine. Und somit haben wir einen winzig kleinen Kampf hier vor uns. Und ich beschleunige den, weil er ist kein Problem für mich mehr. Ja, meine Sanae ist schon Level 72, aber leider noch nicht Last Word Form. Tokiko ist Flug. Das heißt, ich kann mir hier auch Marissa reinschlagen. Chakko und tot. Und Suwako ist leider Boden. Wasser. Da bringt sich Elektrizität Nüsse und ist ein sehr effektiver Typ gegen Marissa. Kann ich auch nochmal Sanae nehmen und noch einmal hier Magical Leaf reinhauen. Und die Sache hat sich gegessen. Geek. Okay, I'll share. We'll each take a fossil. No being greedy. Und wir haben jetzt die Wahl zwischen Magic Stone und Doll Stone. Da ich jetzt überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Puppen habe, nehme ich mir einfach meinen Magic Stone. Ich weiß wirklich nicht, was die beiden bewirken. Was was ist oder wie, was, wo, wann, wie, warum und so. Aus dem Grund werde ich mir jetzt einfach Magic Fossil nehmen. Und halt einfach einen Magiestein jetzt plötzlich. Ob das jetzt wirklich ein Fossil ist, ist jetzt eine andere Frage. Habe ich... Wo? Einfach Beschleunigungsknopf. Magic Water, das hatte ich schon. Habe ich jetzt das Fossil... Ja, Magic Stone. Magic. Looks like Marissa's Hakuro. Oh, okay, das wird wahrscheinlich Hakurei sein. Also nicht der, den ich habe, sondern der andere wird Hakurei sein. Und meiner hier wird Kirisame sein, was ich bekommen werde. Das war jetzt eigentlich relativ sinnlos, dass ich mir das nehme. Jetzt habe ich einmal Marissa und einmal Kirisame. Ist egal. Ist nicht so schlimm. Werde ich wahrscheinlich eh nie verwenden. Wie dem auch sei. Ich kann mich jetzt hier wieder raus verpissen. Escape Rope. Zip. Und ich check nur schnell, ob meine... ja, was habe ich da gefangen nochmal? Noch ein Raisin habe ich gefangen. Möchte nur überprüfen, ob sie jetzt einen Gegenstand hat. Halleluja! Sie hat wirklich einen Mondstein aufgehoben. Ja. Deposit. Sorry, musste ich kurz einbauen. Withdraw. Das war wirklich Glück. Das war, ich habe nämlich ziemlich viele Einfangen probiert. Und ich glaube, ich hätte eher die Items auch so tauschen können. Ist egal. Auf jeden Fall, sie hat jetzt einen Stein. Take. Sehr schön. Deposit. Tschüss, Raisin. Ich kann nicht sogar releasen. Release, yes. Und withdraw. Kann ich sie wieder reinhauen? So. Back. Moonstone. Ah, Sanae. Entwickel dich. Wir wollen Armpits. Moonstone. Ah, bin ich froh, dass ich das jetzt hab. Haha, Chuck, ich hab doch einen Mondstein. Haha, haha. Haha. Ach, musste was trinken. Haha. Und wir halten Last Word Sanae. Sani wurde zu Last Word Sanae. Ich bin so happy. Habe ich sie wenigstens jetzt auch in der letzten Stufe. Sie ist aber wieder schön degradiert worden. Das ist aber nicht so schlimm. Wie schauen ihre Stats aus? Careful Nature. Ja, Special Attack und Special Defense sind relativ hoch bei ihr. Wenn man sich hier den Unterschied berechnet, also ich glaube, Sani wird da schon noch relativ gut reinhauen später. Ja. Hoffen wir halt einmal. Ansonsten habe ich halt Pech. Ja, gut. Sani werde ich vorne lassen. Die werde ich jetzt nämlich gut genug gebrauchen können. Und mein Repel ist jetzt auch weg. Also mein Grace. So, das heißt, ich werde mich jetzt flugtechnisch vor die Höhle begeben und werde das jetzt dann gleich probieren. Ich habe übrigens hier ein Super Potion gefunden.
Nutze Information. Und jetzt werden wir uns gleich hier mal das hier ansehen, wie das hier funktioniert. Das heißt, ich mache jetzt einen kurzen Cut und dann schreibe ich mir erst einmal alles auf und dann laufe ich durch. Also bis gleich. Okay, gut, ich schlage mir noch schnell mein Buch hierher. An dieser Stelle möchte ich mich noch kurz bedanken. 1993, Espada, danke nochmal wegen dem Tipp, wegen den Fossilien. Jetzt geht's los mit Onitunnel. Jetzt wird's lustig. Wir beginnen rechts. Also ich mache das so wie letztes Mal. Ich erkläre einfach nur, wie ich laufe. Unten, rechts, oben, rechts. Und bei der zweiten Plattform, ich habe jetzt nicht meine Augen aufgemacht. So, erste, zweite, springe ich hier runter. Merken. Dann läuft man hier, wenn man hier runtergesprungen ist, bis nach rechts. Und dann wieder nach oben, rechts, oben bis zur Wand, rechts bis zur Plattform. Bis zur Plattform hier und dann springt man wieder runter. So, von hier aus geht es glaube ich auch wieder runter. Dann rechts hinunter, bis man runterspringt. Stopp, rechts, unten. Muss mit dem Finger auch noch hinhalten, weil sonst kenne ich mich nicht aus unten. Links. Oben, links. Links oben, links unten, links und runter gesprungen wird. Dann von hier aus runter, rechts, runter, von hier aus auch rechts, runter, ich glaube zumindest das. Runterspringen. Wieso habe ich da was stehen? Okay, ich glaube, ich bin jetzt schon falsch, weil ich bin ziemlich verwirrt jetzt gerade. Zwei runter, rechts. Ich glaube aber, ich bin hier richtig. Oben. Rechts, oben, rechts und wieder runterspringen, ja, und jetzt rechts und ja, ich bin richtig gelaufen. Es hat mich nur wirklich sehr stark verwirrt. Ja, ich bin schon durchgelaufen und habe alle Tränen erledigt und es ist sogar gegangen, dass ich es in einem Zug probiere. Habt ihr ein Team, wie ich es habe, wenn ihr eine Sanae habt, die ist wirklich essentiell sogar für diesen Tunnel, weil sonst kommt ihr da relativ schwer durch. So, jetzt hier links, rauf, rechts, bis ganz rechts, dann runter. Und dann kommt man normalerweise hier bis zu diesem Trainer, aber der bleibt hier, also da bleibe ich hier stehen und der kommt mir entgegen. Muss wieder schon links, oben, rechts, unten runterspringen, links, runter, runterspringen, stopp, rechts, stopp, rechts, runter, rechts und wieder hinauf. Rechts, oben, bis zur Treppe, dann wieder rechts. Und wieder hier hinunter. Muss nur kurz schauen. Rechts, Treppe, rechts, runter. Dann bei der Leiter, das ist eine Fake-Leiter. Eins runter. Rechts, wieder runterspringen. Stopp, rechts. Ich glaube, hier muss ich nicht so weit nach rechts. Hier muss ich glaube ich, ja, genau. Hier, also ihr müsst sehen, da unten ist nämlich noch was zum Runterspringen. Geht einfach zwei Schritte davon rechts und geht dann runter, bis ihr anstoßt und geht einen Schritt wieder hinauf. Geht wieder rechts. Dann geht ihr wieder runter, dann wieder rechts. Dann wieder nach oben, dann wieder nach rechts, dann wieder nach unten, dann wieder nach rechts, dann wieder nach oben. Dann nach links, nach oben, nach rechts, dann die Wand entlang nach oben. Da kämpft ihr dann gegen ein paar Trainer, nicht nur gegen einen. Und hier an diesem Trainer 1, 2, 3, 4 Schritte. Dann geht's nach unten,
nach links, nach oben, nach links. Dann kommt die hier zu dem Runterspringen-Ding sie und das ist jetzt die richtige Leiter. Und ihr seid jetzt hier beim letzten Teil, wo es links, dann nach unten geht, dann springt ihr runter, dann geht ihr nochmal links und haltet euch nur noch an dieser Wand. Also hier kann man beschleunigen. Macht euch da nichts aus, ihr werdet eh immer nur von Wänden aufgehalten. Ja, da ist auch noch ein Trainerkampf. Dann geht man hier einfach nur rechts, springt runter, geht wieder links und läuft wieder weiter. Dann wieder rechts, runterspringen, links und wieder runter. Dann halt einfach nur an der Wand halten, dann hier einen Schritt rauf, rechts, einen Schritt rauf, rechts. Und dann kommt ihr hier hinaus. Und da rechts ist auch noch ein Trainerkampf, also sie hier. Nutze Information. Ist hier ein Gegenstand oder sowas? He looked cute and harmless. Was I ever wrong? Ach, Mann. So, und somit kommen wir hier raus. Und ich habe jetzt keinen Bock, gegen diese Trainer zu kämpfen an sich. Das wird sich aber wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Schau weg. Okay, gegen dich muss ich kämpfen, wenn ich das so mache. Ah, das ist ein Doppelkampf, aber einer, der sogar richtig schön ausschaut. Mal abgesehen von dem Fakt, dass ich Marissa drinnen habe. Ich hau einfach mal Miracle da rein und dich tausche ich auch aus gegen Shinjos. Sehr schön, sehr schön. Das hat nicht wirklich viel ausgemacht. So, das heißt Waterpulse jetzt gegen dich und Psychosis gegen dich. Aber Psychosis hat leider verfehlt und Suika hat sich selbst umgebracht. Na dann, ist ja alles in Ordnung. Dann hau ich hier auch Wasser rein und Psychosis noch. Ah, dieser trifft Psychosis. Oh. Okay, sie war also auch Boden. Hermann! Oh no, my puppets! So, gut, erledigt. Ich bin happy, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Speichern. Und alles. Gut, an dieser Stelle mache ich einen kurzen Cut und schaue mich jetzt einmal um, was ich jetzt nach dem Cut weitermache. Ihr werdet es eh jetzt gleich sehen. Also, bis gleich. So, da ich das Ganze jetzt nicht so groß und weit spannen will. Ja, ich versuche etwas zu fangen und es ist eine Chibi-Nue. Ah, sehr schön. Schaffe ich das diesmal? Eins, zwei. Nein, kommt raus. Ja, almost had it. Oh, bite. Ja, sie beißt. Sie ist bissig. Komm rein. Oh, sie will laut flüchten. Komm doch endlich rein. Oh, oh. Nicht sterben. Nicht sterben. Gag! Sie ist tot. Okay. Gut. Auf jeden Fall. Oh. Auf einmal ist es dunkel. Auf jeden Fall, man kann sich hier eine Chibi-Nue holen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt machen werde. Ich wollte nur mal demonstrieren, es gibt hier welche. So. Wäre schön gewesen, wenn ich eine gefangen hätte, weil sie ist eigentlich relativ schnell und stark. Brauche ich aber jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich Shinjos habe und Shinjos wird drinnen bleiben. Ja, Shinjos, du bist ab sofort der fixe Flugtyp und auch noch Ersatz-Psychotyp. Hier habe ich Feuer, Elektro, Wasser, Pflanze. Also im Grunde habe ich meine drei wirklich festen, starken Charaktere hier vorne drinnen. Cuba wird auch noch drinnen bleiben. Bodengestein ist nämlich auch nicht so schlecht. Nur Sakuya bin ich mir nicht so sicher und Shizuha kommt auf jeden Fall raus. Jetzt schauen wir uns einmal an, was ich habe und was ich mir holen kann. Ich könnte mir nämlich, glaube ich, eine Yuyuko oder generell eine Yomu holen. Und diverse andere Geisttypen, die ich eigentlich nicht so haben will. Schauen wir mal, was habe ich so. Kann ich irgendwas von hier verwenden? Eine Nazarin. Minoriko. Rumio, nein. Alice, nein. Tivi, nein. Nitori, nein. Kotohime, nein. Medicine, nein. Patchouli, nein. Nein, 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 nein. Erst recht nicht. Nein. Nein, 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 nein. Gut, brauche ich alles nicht. Werde jetzt ganz schnell einmal schauen. Puppets. Item take. Shizuha wird ab sofort deponiert. Und ja, jetzt haben wir einen freien Platz. Was holen wir uns? Das können wir uns jetzt einmal anschauen. Aber bevor ich das mache, werde ich noch kurz hier was checken. Und zwar gibt es hier irgendwas Gutes zum Kaufen. Great Seals! Und ihr seht, wie viel Geld ich habe. Kann ich mir einmal da neue Great Seals kaufen? Super Potions habe ich noch genügend, oder? Ja, habe ich noch genügend. Revive können wir uns jetzt auch endlich mal kaufen. Mache ich auch.
Super Grace brauche ich jetzt noch nicht. Das ist mir noch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wir haben jetzt genügend Zeugs. Wer sich hier noch auskennt, unser Ziel ist es jetzt, dass wir oben den Typen beschützen und retten und wieder zurückbringen, damit wir die Flöte oder die Glocke oder was auch immer bekommen, um die Relaxus aufzuwecken und uns sozusagen weiterzubringen. Was ich vielleicht holen könnte, das ist eine Idee, Boden-Elektro. Eine Show könnte ich mir holen. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Das muss ich jetzt überlegen, ob das eine gute Idee ist. Weil Show kann man hier finden. Ich habe noch nie eine Show hochtrainiert. Hier haben wir Show. Müsste ich ausprobieren. Und ich werde einfach wie blöd mit Jinsils da drauf schmeißen. Auch wenn es sich relativ wenig bringt. Mache ich ganz einfach. Weil ich einfach uneffizient fangen will. So uneffizient wie möglich. Weil ich habe, glaube ich, eh niemanden, womit ich runterschwächen kann auf dem Level. Da hätte ich mir wen mitnehmen sollen. Und seht ihr, es funktioniert ja. Also Show. Able to shock her enemies with an incredible high voltage. Show, möchte ich sie benennen? Nein. Show bleibt Show. Item. Give. Ich werde sie einfach mal hochleveln und schauen. Und werde auch noch schauen, vielleicht fange ich mir ja im Turm noch irgendwas, bevor ich den nächsten Part anfange. Übrigens, ich habe Moonstone bekommen im Dings in... Na, in der Höhle. Wo habe ich meine Demon-Ex? Bin ich blind? Da. Und das werde ich jetzt auch noch verwenden, weil... Da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, werde ich Cuba drinnen lassen. Somit kann ich mich auch noch von diesem Mondstein verabschieden. Und wir erhalten die letzte Stufe von Tenchi Hinanai, aka Cuba, aka ich bin... Ja, ihr wisst schon. Und... Tada! Tenchi in Last Word Form. Ach ja. Somit haben wir Tenchis Stufen auch schon hinter uns. Und wisst ihr was, wenn ich hier schon bin? Rauf mit denen. So, gut, habe ich das auch erledigt. Und somit... Ich kann mich auch noch in die linke Stadt begeben. Das kann ich auch noch machen. Das werde ich jetzt auch noch schnell probieren. Ich habe keinen Zerschneider mehr, also muss ich oben rum. Ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, ich kann da unten durch. Ja, seht ihr? Einfach Flutschtechnik. Biker-Typi, du gefällst mir überhaupt nicht. Flutschtechnik. Hier brauche ich rein gar nichts. Das ist zwar eine schöne Abwechslung, dass ich mir hier was holen kann. Und hier muss... Na, ich hätte nicht kämpfen müssen, aber ich tue es einfach. Anscheinend tue ich es einfach. Bodengestein. Bodenelektro. Dann kann ich das hier und... Dann wollte ich hier... Aua. Das hat wehgetan. Wieso greifen? Hat schon wieder nicht getroffen oder sowas. War ja irgendwie klar, dass sowas passiert. Und Dragon Meteor. So, jetzt hat das einmal funktioniert. Obwohl es eigentlich nicht wirklich viel abgezogen hat. Sanae. Nein, Sanae. Dragon Meteor auf dich. Komm. Beeilen. Nicht fertig werden. So, Magical Leaf auf dich und Dragon Meteor auf dich. Oh Mann, wieso hat das überlebt? Strapazieren. Wisst ihr was? Mistball einfach auf sie. Ui, das war vielleicht sogar essentiell, dass das jetzt so verlaufen ist. Nochmal Magical Leaf und nochmal Mistball. Wird ihr irgendwann kaum noch Schaden machen. Sie kann erst gar nicht einmal angreifen, deswegen halte ich mich da die ganze Zeit hoch. Show, Mistball. Ist eigentlich relativ sinnlos, dass ich das mache. Gut, na, EA Raisin, das ist sehr böse. Ich glaube, Puppets, hau ich jetzt Cuba mal rein. Und da hau ich einmal auf dich schön an. Und
Und zwar haue ich jetzt hier Sword of Hiso auf dich ein und nochmal Thunderbolt auf dich. Bitte, wieso triffst du jetzt schon wieder nicht? Oder hat sie... Ach, ich habe es wahrscheinlich schon wieder überlesen. Ist wohl... Wahrscheinlich kann sie levitieren. Ja, ich sollte lesen. Einfach Rock Slide und nochmal Mistball. So. Das ist alles sehr uneffizient. Rocks. Puppets. Sakuya. Ich habe das Gefühl, Sakuya ist die komplett falsche Wahl, aber naja. Luna Dial. Oh, okay. Das war genügend. Danke. Ich möchte durch. Lass mich schnell rüber. Ganz schnell. Wieso muss das versetzt sein? So, hier schnell rüber. Hierher. Und wir sind in der Stadt. Ja. Haku Gyokurun. Was rede ich? Haku Gyo. Wieso bin ich da unten nochmal? Haku. Haku. Haku Gyokuru. Ja, ich hab sie. Ich hab sie richtig ausgesprochen. Das geht mit mir. Gut. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Pokémon Insane wieder. Wenn ich ein bisschen mehr erforschen kann hier. Das ist ein verdammt langer Part gewesen diesmal. So, Uzuhu. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.